Hallo Leute und willkommen zu einer neuen Folge von Foot Rivals. Wir haben heute das München Derby auf dem Plan. Der FC Bayern München gegen TSV 1860 München. Ein sehr interessantes Duell aus einer Stadt. Mal schauen, wer dieses Mal bei Foot Rivals die Oberhand hat, nachdem wir vor zwei Wochen das kleine Special mit dem Champions League Finale zwischen Juventus und Barcelona hatten. Mein Tipp ist nicht ganz aufgegangen. Es war so ein bisschen in der Tendenz war es richtig, aber jetzt kümmern wir uns erstmal um die zwei Münchner Vereine. Los geht's und ich schaue mal auf den FC Bayern München. 1900 wurde der FC Bayern gegründet und naja, 1860, wurden natürlich 1860 gegründet, auch wenn die Fußballabteilung von TSV 1860 München erst 1899 gegründet wurde. Bei den Meisterschaften, wer hätte es gedacht, sieht das ziemlich eindeutig aus. Der Rekordmeister FC Bayern München mit 25 Ligameisterschaften und die 60er mit einer Ligameisterschaft. Immerhin haben wir auch schon mal anders gesehen. Dagegen stehen dann 17 Pokalsiege für den FC Bayern gegenüber von 2 Pokalsiegen von TSV 1860 München. Also da sind die Rollen schon klar verteilt, wer hätte es gedacht. Zu diesen großen Erfolgen kommen dann bei den Bayern nochmal 6-mal der Ligapokal und 4-mal der DFL Supercup. Bei TSV 1860 München kommt dann 1996 nochmal der DFB Hallenpokal dazu und die Süddeutsche Meisterschaft 1963 und 1979. Das war dann sozusagen so ein Mix aus Regionalliga, Zweite Liga, also nicht wirklich meisterschaftsmäßig anzuerkennen, auch wenn es bei 1860 natürlich auch schon ein guter Erfolg ist. Aufgrund der Lokalität beider Vereine ist es natürlich klar, dass man dort gleich eine große Rivalität hat und eigentlich gerade in den frühen Bundesliga-Jahren war 1860 sogar ein kleines Stück besser, aber Bayern hat halt unermüdlich weitergearbeitet und hat dann wirklich gut gepusht und ist mittlerweile der große Verein geworden, der er heute ist. Allerdings, wo wir gerade bei gearbeitet sind, eigentlich gilt er 1860 als der Arbeiterverein, auch wenn das nicht ein und dasselbe ist. Und Bayern ist ja eigentlich eher so als Modeclub verschrien. Natürlich rein vom Namen her. Beide Vereine arbeiten wahrscheinlich genauso hart, auch wenn Bayern natürlich mehr Früchte geerntet hat bisher als 1860, die aber trotzdem eine gute Tradition und Historie haben. Also da wollen wir mal nichts gegen sagen. Und eine große Historie hat natürlich auch das Derby hier, das Münchner Derby. Und deshalb gab es 204 Partien, 105 Siege hat der FC Bayern rausgeholt. 50 Mal trennte man sich unentschieden und 49 Mal siegten die 60er. Allerdings sind hier auch Freundschaftsspiele drin, also ich habe nicht jedes Pflichtspiel rausfiltern können. Trotzdem eine eindrucksvolle Statistik. Bayern hat hier alles in der Hand, hat mehr als 50%. Ihr seht es ja an der kleinen Grafik unten. Mehr gewonnen ist nicht schlecht und das nächste Duell, ja, das wird es wahrscheinlich eher nicht so schnell geben, außer im DFB-Pokal. Das erste Duell gab es am 21. September 1902, das war ein 3:0-Sieg in der Stadtmeisterschaft, die Bayern dann gewonnen hat, und das letzte Spiel gab es 2008, um genau zu sein, am 27. Februar im DFB-Pokal, das war ein 1:0-Sieg der Bayern nach Verlängerung und damit das Weiterkommen im DFB-Pokal. Zu den höchsten Siegen, ein 7:0 am 3. Oktober 1909 für den FC Bayern München und ein 7:1 für 1860, nämlich am 27. Oktober 1918. Beide also ziemlich nah dran mit den höchsten Siegen und ziemlich eindrucksvoll eigentlich, dass beide dann doch ja, so hoch eigentlich teils gewonnen haben. Zwar natürlich nicht immer, ist natürlich die Ausnahme, aber schon nicht schlecht. Kommen wir mal zum Stadion und hier haben wir, wie bereits in der letzten Folge, auch wenn das kein richtiges Derby war, wieder nur ein Stadion hatten wir bereits schon beim Rom-Derby, nämlich die Allianz Arena wird von beiden Vereinen genutzt. Der FC Bayern ist natürlich der Eigentümer der Allianz Arena und 1860 sozusagen der Untermieter. Wir streiten ihre Spiele beide in der Allianz Arena, allerdings ist 1860 kein Eigentümer, sondern darf sozusagen nur spielen und zahlt dafür natürlich dann 75.024 Plätze fest. Die Allianz Arena, die ja noch gar nicht so alt ist.
wurde ja im Mai 2005 eröffnet, unter anderem auch gegen 1860 in einem Freundschaftsspiel, das sogar 1860 mit 3:2 gewann. Und so groß wie die Allianz Arena ist und so bedeutend dieses Stadion auch in Deutschland jetzt wahrscheinlich wird, in den kommenden Jahren auch noch, so gab es natürlich schon einige Wettbewerbe und Spiele, die dort interessant waren. Unter anderem gibt es natürlich die Länderspiele der deutschen Nationalmannschaft in diesem Stadion. Die FIFA-WM 2006 hatte dort ihr Eröffnungsspiel und einige sehr wichtige Spiele. Das Finale der UEFA Champions League 2012 zwischen Bayern und Chelsea wurde dort ausgetragen. Der DFL Supercup 2012 und wahrscheinlich die Fußball-Europameisterschaft 2020, jedenfalls in München, wird natürlich über den kompletten europäischen Raum ausgetragen. Und so schön wie diese Überleitung ist, wissen wir natürlich von Europa zu den europäischen Titeln. Für den FC Bayern kommen, denn 1860 hat bis auf eine Finalteilnahme des Europapokals der Pokalsieger 1965 nicht wirklich viele internationale Titel geholt, jedenfalls keine bedeutenden. Bei den Bayern sieht das ein bisschen anders aus. 5-mal die Champions League, 1-mal den Europapokal, der Pokalsieger, 1-mal den UEFA-Pokal, 2-mal den Weltpokal, 1-mal die FIFA-Club-WM und 1-mal den UEFA-Supercup. Da ist natürlich dieses Riesenjahr 2013 drin, wo man den Titel in der Champions League holte, im DFB-Pokal und in der Bundesliga dazu den Supercup und die Club-WM. Also da hat man eigentlich alles gewonnen, was es zu gewinnen gibt. In der Champions League muss man natürlich sagen, zuvor waren das dann die Titel in dem Pokal, der Europapokal der Landesmeister und nicht die Champions League, weil bisher hat ja kein Verein die Champions League verteidigen können. Jedenfalls seit der Wettbewerb so heißt. Bayern übrigens mit Barcelona und Liverpool auf Platz 3 der besten Champions League Gewinner mit 5 Titeln. Zuvor natürlich AC Milan mit 7 und Real Madrid mit 10. Liverpool, Barca und Bayern halt mit 5 Titeln. Und von den 5 Champions League Titeln jetzt zu 5 Ex-Spielern fangen wir mit dem FC Bayern an und dort haben wir natürlich einfach schon wieder so viele Möglichkeiten gehabt, 5 gute Spieler rauszusuchen, dass es wirklich schier unmöglich war, da wirklich 5 rauszusuchen, die auch herausstechen. Ich habe mich für diese 5 entschieden. Wir starten mit Gerd Müller, einer der bedeutendsten Spieler in der FC Bayern-Historie plus natürlich der DFB-Historie und einfach nur für das Offensivwesen eines normalen Stürmers. Gerd Müller hat in den 450 Spielen knapp 400 Tore für den FC Bayern erzielt. Das ist eine ordentliche Hausnummer, würde ich sagen. Und weiter geht's mit Karl-Heinz Rummenigge, ebenfalls einer, der bei den Bayern nicht mehr wegzudenken ist, auch weil er seit 2002 Vorstandsvorsitzender beim FC Bayern ist. Zudem hatte er halt über 300 Spiele für den FC Bayern. Weiter geht's dann mit Lothar Matthäus, einer der bekanntesten Namen, natürlich nicht nur bei Bayern, auch bei Gladbach oder bei Inter Mailand, aber bei Bayern hatte er knapp 300 Spiele, hat natürlich auch weiterhin noch den Titel des Rekordspielers für die deutsche Nationalmannschaft und deshalb auch einer der prägenden Namen. Dann ein weiterer prägender Name, Franz Beckenbauer, dürfte ein bisschen bekannt sein, denke ich mal, als einer der besten Libero-Spieler der Welt, ehe die Position ausgestorben ist, ebenfalls über 400 Spiele für Bayern und dann natürlich große Karriere auch in der Nationalmannschaft unter anderem hingelegt. Und einer, der bei Bayern dann mal richtig bekannt geworden ist, aber vom KSC kam, war Oliver Kahn, der jüngste bei diesen 5. Soll natürlich nicht vergessen werden, Oliver Kahn 2008 seine Karriere beendet, ebenfalls über 400 Spiele für die Bayern gemacht. Wie gesagt, es war hier ziemlich schwer, 5 Spieler rauszusuchen, also da gab es noch genug eigentlich, die man hätte nehmen können. Verzeiht mir, wenn es da jetzt ein Spieler zum Beispiel nicht geworden ist, den ihr zum Beispiel sofort im Kopf hattet. Zu den 60ern, wo wir mit Manfred Wagner starten. Manni Wagner hat ungefähr 360 Spiele für 1860 gemacht und ist damit Rekordspieler der 60er. Rudolf Bonnmeier, ebenfalls ein Rekordspieler, allerdings für die Tore bekannt. Knapp 140 Tore gemacht in der Zeit zwischen 1960 und 1968. Und dann geht es schon ein bisschen an die neuen Jungs, beziehungsweise die einen wirklich länger bekannt waren. Davor Šuker hat ebenfalls bei 1860 gespielt, wenn auch nur kurz, aber immerhin noch ein richtig großer Name für die Münchner.
Dazu dann noch Benny Laut, den darf man natürlich nicht vergessen, kam aus der eigenen Jugend. Dann kurze Intermezzos beim HSV und bei Stuttgart sowie Hannover. Dann allerdings zurück zu München und nochmal knapp 200 Spiele gemacht, ehe er jetzt nach Budapest gewechselt ist und dort unter Thomas Doll spielt. Und dann ein Spieler, bei dem man das gar nicht so auf den Schirm hatte. Martin Stranzl kam aus der eigenen 1860 Jugend hoch in den Kader, dann zu Stuttgart, dann zu Spartak Moskau und nun bei Gladbach, wo er dieses Jahr eine sehr gute Rolle spielte und eine entscheidende Rolle für die Champions League Qualifikation. Das waren die 5 Ex-Spieler jeweils beider Vereine. Wie gesagt, bei beiden Vereinen kannst du da natürlich immer mehr nehmen, gerade bei den Bayern. Bei den 5 besten FIFA Ultimate Team Karten ist die Entscheidung ein bisschen leichter. Wir haben bei den Bayern 5 blaue Karten und das aus den letzten 2 FIFA-Teilen. Ribéry war der beste FIFA 14 Spieler für die Bayern mit einem 96er Rating, 96 Pace, 98 Dribbling, 89 Shooting, 54 Defending, 91 Passen und 62 Heading. Bei seiner Team of the Year Karte wurde er auch der beste Spieler der UEFA für das Jahr 2014. Dann die Team of the Year Karten für Robben, Neuer und Lahm. Da haben wir Robben mit 98 Pace, 98 Dribbling, 95 Shooting, 40 Defending, 90 Passen und 72 Physical. Unglaublich starke Karte vom Aussehen. Hat aber auch einen stolzen Preis, genauso wie Neuer und Lahm. Neuer natürlich einer der besten Keeper aller Zeiten bei FIFA. Und so sieht die Karte auch mit seinem 96er Overall aus. Dazu 96 Hechten, 95 Reflexe, 92 Ballsicherheit, 66 Tempo, 97 Abschlag und 96 Stellungsspiel. Bei Philipp Lahm, der ebenfalls die Team of the Year Karte dieses Jahr bekommen hat, haben wir dann 84 Tempo, 89 Dribbling, 66 Schuss, 94 Defending und 94 Passen sowie 77 Physical. Dann haben wir noch einen aus dem aktuellen Team of the Season, Lewandowski mit seinem 87 Tempo, 94 Dribbling, 93 Schuss, 45 Defending und 81 Passen sowie 87 Physical, 94 Ratings, 94 Overall Rating hat er. Man hätte natürlich auch noch Müller nehmen können, ebenfalls aus dem Team of the Season. Aber da habe ich dann doch lieber Lewandowski genommen. Also zwischen 96 und 94 alles dabei. Bei den 60ern sieht das ein bisschen anders aus, ein bisschen schlechter, muss man sagen. Da haben wir nur Silberkarten und der Beste ist der Gabor Kirai aus FIFA 12 bei einem 73er Overall. Für damalige Verhältnisse gar nicht mal so ein gutes Upgrade mit 75 Hechten, 80 Reflexen, 70 Ballsicherheit, 35 Tempo, 63 Abschlag und 74 Stellungsspiel. Marcos, der Grieche, war bei FIFA 13 der Beste mit einem 72er Overall und 72 haben dann auch noch Rukavina aus FIFA 10 und Benny Laut aus FIFA 10. Beide aber auch, muss man ehrlich sagen, sind nicht so stark aus. Klar, man hat jetzt einen riesigen Abstand zwischen FC Bayern und 1860, aber das ist schon nicht wirklich stark. Da gab es schon Zweitliga-Vereine, die bessere Karten haben. Okotie, den wir heute auch verbauen werden, dazu kommen wir gleich, hat die beste Karte bei FIFA 15, sieht eigentlich ganz gut aus, ist nicht die beste Karte vom Overall her, aber von den Werten auf der Karte her. Das waren die 5 besten Footkarten für 1860, die von Bayern natürlich ein bisschen stärker. Kommen wir mal jetzt also eben schon angesprochen zu dem heutigen Team. Und das wollen wir in einem 4-4-2 defensiv bauen, werden auf der linken Seite die Bayern-Seite haben. Adler wird unser Sweet Spot sein, damit wir auf 5 FC Bayern-Spieler kommen und 5 1860-Spielern. Wir haben dann Boateng, Alaba, Schweinsteiger und Ribéry sowie Lewandowski vorne im Sturm. Okotie, wie gesagt, der Inform vorne für die 1860er. Dann haben wir noch Stahl und Kagelmacher sowie Anger und Valdet Rama in diesem Team. Das Ganze sieht dann so aus. Ich hätte gerne ein paar Team of the Season-Spieler eingebaut. Allerdings hatte ich leider nicht das Geld dazu. Und ich muss sagen, dieses Team hat sich sehr, sehr schlecht gespielt, was aber nicht an diesem Team lag. Und das klingt jetzt natürlich ein bisschen komisch. Und ich möchte auch gar nicht sagen, dass ich mir doch gar keine Ausrede suchen oder so, dass ich da schlecht gespielt habe oder sonst so. Das Spiel war einfach an dem Tag wirklich ganz komisch. Ich habe kein Spiel verloren, aber das Spiel hat sich echt scheiße gespielt. Und es kamen wirklich sehr komische Tore dabei raus. Und es war einfach nur komplett WTF. Ihr werdet sehen, was ich meine in diesem Verlauf dieser Tore. Sonst muss man sagen, offensiv war Okotie richtig gut, hat mir gefallen, hat schön
die Laufwege gesucht und sie gefunden und dann halt auch gut abgeschlossen. Ich habe mit den Bayern-Spielern, den FC Bayern-Spielern, habe ich 7-mal Alu getroffen. Und mit den TSV 1860-Spielern habe ich einmal Alu getroffen, das war Okot hier. Also da hatte ich ein bisschen Pech, auch Lewandowski hatte ziemlich viel Pech, der hat auch wenig gezeigt. Also das kann er viel, viel besser. Hier zum Beispiel eine dieser sinnbildlichen Szenen, das war aber auch nur wirklich ein bisschen davon. Trotzdem, an sich war es nicht schlecht, Ribéry hat mich ein bisschen enttäuscht, Lewandowski, wie gesagt, hatte ziemlich viel Pech. Ich kenne ihn viel, viel besser aus anderen Teams. Boateng, Alaba, gewohnt stark. Kagelmacher hat mich sehr überzeugt und sehr überrascht, dass er so stark ist, hätte ich nicht gedacht. Auch Angar, also unser Rechtsverteidiger, hat mich ein bisschen überrascht, dass er so schnell eigentlich ist, hätte ich so nicht erwartet. Bei 69 Pace auf der Karte und Valderrama war eigentlich auch ein richtig guter Spieler, den man bestimmt mal in einem Silberteam einbauen kann. Vor allem kann man ihn ja sehr gut mit Okot hier verbinden. Dann würde ich ihn allerdings in einem 4-3-2-1 auf dem rechten Flügel spielen lassen. Das wäre, glaube ich, ein bisschen besser. Und jetzt ist dieses eine Tor zum Beispiel sinnbildlich dafür. Das war sehr strange, also dass so einer einfach reingeht. Schweinsteiger hat es hier gemacht, der natürlich auch gute Longshots hat, aber bisher wenig gezeigt hat in diesem Team, war auch einer der schlechtesten eigentlich in diesem Team, auch wenn ich ihn eigentlich auch schon besser kenne aus anderen Teams. Also eigentlich kenne ich fast jeden Bayern-Spieler schon besser aus anderen Teams, auch hier zum Beispiel Ribéry, der wirklich sehr schlecht gespielt hat, aber dann einfach mal so einen Schuss rausgehauen hat. Also eigentlich war das wirklich so unfassbar strange, dass man dafür gar keine Worte findet, wie komisch dieses Spiel halt war. Aber sonst, ich habe noch ein paar Mal Robin reingebracht, habt ihr auch gerade schon gesehen. Dann habe ich einen 4-2-1-2 gespielt. Agen hat mir sehr gut gefallen, der hat da schön gepusht, als er reinkam. War ein guter Einwechselspieler, hätte ich vielleicht vorher ein bisschen umbauen sollen. Allerdings habe ich Ribéry gezogen und Robin dann ein paar Monate später. Und da habe ich das Gameplay dann schon fast fertig geplant sozusagen. Und so hatte ich dann nur Agen auf die Bank gepackt, hatten dann schon das Team fertig. Ansonsten, ja, war das ein solides Team und ich denke mal, da kann man nicht wirklich meckern. Da haben mich vor allem die 1860er ziemlich überrascht, aber gut. Ich werde hier übrigens keine Übersicht zeigen können, weil FIFA weiterhin diesen Bug hat, dass die Statistiken von allen Vorbesitzern irgendwie gelten. Aber wir haben ja immer noch die Übersicht, die wir uns jetzt anschauen. Und so sieht's aus. Ruben Okot hier ist Spieler des Derbys, weil er einfach richtig gut gespielt hat und ich das so nicht erwartet habe. Mit seinen 80 Pace, 71 Shooting war er richtig stark. Aus den Passen eigentlich ganz gut, wenn ich hier so sehe, dass er 57 Passen hat. Hätte jetzt eher so mit 70 gerechnet. Der war schon richtig gut. Auch das Dribbling war gut. Hat ja auch Forster Skills. Kann ich eigentlich nur empfehlen. Lewandowski hat 3 Tore gemacht, allerdings 0 Vorlagen. Okot hat übrigens noch eine Vorlage gemacht. 8,0 Rating hat er. Unten, ganz unten seht ihr noch Anger und Dominik Stahl, die haben beide jeweils eine Vorlage, hat dann aber nicht mehr ganz gereicht mit den Leisten, deshalb musste ich beide da auf einen Platz packen, ähnlich wie halt beim letzten Derby zwischen Gladbach und Köln. Alaba, Ribéry waren nicht ganz so gut auf der linken Seite, wie ich gedacht habe. Da hätte ich gedacht, dass die müssen mehr Vorlagen machen. Ribéry hat nur ein Tor, Alaba hat nur eine Vorlage. Ist aber nicht ganz so schlimm, weil Alaba sehr gut verteidigt hat. Ribéry, wie gesagt, das war ein bisschen komisch. Auch Arjen Robben hat nur ein Tor. Dagegen hat er auch Valderrama nur ein Tor. Aber trotzdem hat er spielerisch zumindest uns ganz gut gespielt. Hier war es offensiv, wie gesagt, eher auf Okot hier getrimmt. Wie gesagt, auch nicht so viele Tore gemacht. Schweinsteiger 2 Tore gemacht, eine Vorlage, 7,1 Rating. Insgesamt eigentlich ziemlich ausgeglichen, muss man sagen. Das hätte ich so auch nicht erwartet. Dachte, die Bayern reißen da auf der linken Seite alles weg. Ich habe auch nicht wirklich extra auf eine Seite oder so gespielt. Ich habe da schon beide Seiten gut beackert und das konnte ich auch, weil die 60er auch sehr gut sich haben spielen lassen. Schauen wir mal insgesamt unten, was so abgeht. 7 Bayern-Tore mit 2 Bayern-Vorlagen, 6,95 Rating und rechts unten haben wir dann 5 Tore für die 60er, 2 Vorlagen und 6,91 Rating, also schön dicht beieinander. Auch wenn das jetzt hier nur 12 Tore waren, muss man sagen, ist ein bisschen wenig, da hatten wir schon Derbys, wo es deutlich mehr gekracht hat, aber ja, das wollte an diesem einen FIFA-Tag dann wirklich nicht sein. Wie gesagt, ich habe das alles an einem Tag aufgenommen und der Tag war da ein bisschen komisch. Ihr habt ja gesehen, was da so für Tore dabei rausgekommen sind. Also auch gegen mich waren da schon komische Dinge dabei. Sollte irgendwie nicht ganz sein, aber ich meine, trotzdem haben wir dadurch ein schön ausgeglichenes
Gesamtpaket bekommen. Auf jeden Fall waren die 60er nicht unterlegen oder man hat auch keinen Klassenunterschied gemerkt. Die Silberspiele Grado, Kurt hier und Rama, die kann ich sehr empfehlen. Wenn man die mal irgendwie einbauen möchte in einem Silberteam, sollte man das ruhig mal machen. Und ansonsten die Bayern-Spieler, die sind ja allgemein bekannt, dass sie gut sind. Auch Lewandowski in einem anderen Team hat er schon viel, viel besser gespielt. Robin richtig stark gespielt, als er reinkam. Ribéry, muss ich sagen, finde ich nicht ganz so gut dieses Jahr. Alaba, Boateng immer stark, Schweinsteiger in diesem Team jetzt nicht, aber sonst eigentlich auch ganz gut. Das war's mit diesem Derby zwischen Bayern München und 1860 München. Ich bin mal gespannt, was wir in 2 Wochen dann für ein Derby haben. Ich habe momentan noch keins rausgesucht, aber wenn ihr Vorschläge habt, könnt ihr das gerne in die Kommentare reinpacken. Als nächstes würde ich dann gerne wieder ein Derby nehmen, welches nicht aus Deutschland kommt, aber müssen wir mal schauen, denn ich würde das gerne abwechselnd machen, also nicht das deutsches auf deutsches Derby ist oder englisches auf englisches. Aber mal gucken, ansonsten, ja, ich hoffe, euch hat diese Folge gefallen. Wenn ja, lasst es mich unten rechts wissen. Wir sehen uns dann bei Foot Rivals in 2 Wochen wieder. Morgen gibt's Packen wir's. Dienstag natürlich Karrieremodus. Bis dahin. Tschüss.